Oh, der Wind! Oh, meine Mütze! Oh nein, ach Joey, nee! Hat hier eigentlich alles mit Höhe zu tun oder was? Ich dachte, wir müssen Boot fahren. Der Turm bewegt sich schon so einen Meter oben. Was? Oh Gott, ich hab gerade richtig Angst. Ey, der hat einen Käse! Oh nee! Was zur Hölle ist das denn? Ich bin so fertig. Ich kann nicht mehr, Joey. Ich kann einfach nicht mehr. Und weißt du was, Julia? Ich gönn dir den Punkt, aber ich find's trotzdem unfair. Aber wir haben aber ja noch. Ich hab gewonnen. Wir haben ja noch eine zweite Challenge. Ich weiß. Hier, da ist irgendwas Grünes. Das ist für uns. So, ach, und hier Scheiße. Haben wir jetzt bestimmt einen guten Hinweis für diese Challenge. Ja, lies mal laut vor. Von Ost nach West, von West nach Nord fährt man gerne mit mir fort. Auch ihr zwei sollt mit mir verreisen, soll's gut ans Ziel auf langen Eisen. Oh mein Gott, hier ist ein Code. Von West nach Nord, mit ihr verreisen, gut aufs Ziel auf langen Eisen. Es kann nur irgendwie ja, eine Bahn sein. Ja, und dann so ein Code. Ich gebe so oft solche Codes ein. Das ja. ist auf jeden Fall, solche? Das ist auf jeden Fall ein Bahncode. Warte, wir brauchen ein Handy und dann können wir bestimmt sehen, wohin das fährt. Echt jetzt? Smart. Ich bin einfach... Als ob. Wow. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Warte mal. Okay, gib jetzt Code ein. Ja, chill mal dein Leben jetzt hier. Groningen. Wo ist das? Niederlande! Oha! Ey, da können wir Pommes essen! Wie geil mit Joppi-Soße. Ja, stimmt! Oha, let's go! Auf nach the Netherlands! Hallöchen, ihr süßen Zuckerpuppen! Kannst du mich mal bitte auch ins Bild lassen? Danke! Wir sind jetzt auf dem Weg nach Holland. Wir sitzen in der Regionalbahn. Wir sind schon in den Niederlanden. Wir sind schon da quasi. Aber wir sind richtig gespannt. Wir haben gar keine Ahnung, was uns erwarten könnte. Weil bestimmt irgendwas mit Käse. Also das Ding ist, was ist denn wirklich so typisch für Holland? Käse. Außer Käse. Entweder wir müssen Käsewettessen machen oder wir machen so eine Bootsegel. Bootrennen. Ja, genau. Oh, so ein Bötchenrennen. Ich würde dich ja so abziehen. Leute, ich habe halt schon segeln? Einen Punkt. Und ich sag mal so, es war viel zu einfach. Von daher werde ich halt auch den zweiten holen. Es war viel zu einfach. Was bist du denn für eine Eklige? Das ist halt auch totaler Bullshit. Ich habe am Ende geheult wie so ein Opfer. Ich werde aber heute auf jeden Fall gewinnen. Das habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen. Denn es wird höchste Zeit, dass sie mal wieder in ihre Schranken gewiesen wird. Let me tell you. Wow, wo sind wir denn hier? Hä, wie süß. Liebst du jetzt schon hier? Schön hier, strahlend blauer Himmel, Julia, das ist ein gutes Zeichen. Und ganz schön doller Wind. Und wo ist hier ein Zeichen, wo wir hin müssen? Guck mal auf den Zettel. Ja, ich guck mal auf diesen Zettel, den wir gekriegt haben. So, das kennen wir schon. Okay. Wo Boote und bunte Häuser sich eine Heimat teilen. Dort müsst ihr hin. Ja, ans Meer. Auf dem zweiten Pier, zwei Sitzen und zwei Rädern seid ihr trotzdem eins und knackt das schon. Ja, das ist bestimmt irgend so ein Denkmal am Meer. Dort, wo Wasser und Land benachbart sind. Ja, das ist da. Das ist safe, gibt's hier das irgendwie. Das ist so ein Hafen oder so. Ja, aber welcher? Ja, der von Groningen. Soll ich mal auf Instagram einfach fragen? Safe weiß das irgendjemand von uns, oder? Nehmen wir jetzt echt einfach unsere Community und ja, nutzen oder? Die aus, weil wir zu blöd sind? Komm, wir machen das jetzt einfach, oder? Okay. Okay, Leute, wir müssen hier ein Rätsel lösen und wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir sind gerade in Groningen. Ja, falls sich irgendjemand mit Groningen, also den Niederlanden, auskennt. Guck mal, dort wo Wasser und Land benachbart sind, wo Boote und bunte Häuser sich eine Heimat teilen, dort müssen wir hin. Wo ist das? Leute, helft uns. Wir brauchen Hilfe. Wie asozial, wir sind so faul. Hä? Ich finde das voll okay. Ja, so, ich packe das erstmal weg und dann gucke ich gleich nochmal uns hier mal. Mir dauert das hier zu lange. Du bist so blöd, jetzt warte doch wenigstens mal auf mich. Mein Rucksack liegt hier noch ganz brach. Los. Ja, danke, trag du mal. Nein. Komm, trag jetzt. Oh. Jetzt guck hier wenigstens, ob hier irgendwo ein Dings hier ist, ein Fehl. Ja, ich finde hier nichts. Warte, ich guck mal in die Löcher rein. Selina schrieb, Reitdieb Hafen Groningen. Das muss es sein. Oh ja, wie süß. Da sind bunte Häuser. Da sind bunte Häuser das ist und am da ist Hafen. Wasser. Ja, das ist es. Hey, guck mal, das ist gar nicht weit. 10 Minuten von hier. Ja, dann let's go. Auf geht's. Und jetzt trägst du den hier mal schön wieder selber. Ist ja gut. Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Nee. Schon richtig schön hier mit den ganzen bunten Häusern. Ja, okay, aber warte, wir müssen zu Pier 2. Das ist aber Pier 1. Ein Pier ist sowas, was so ins Wasser reingeht, ne? Dann ist das ein Pier? Ja. Dann guck mal, dann könnte das die 2 sein. Das wird die 2 sein, glaube ich. Das ist doch ein guter Tipp von mir, oder? Aber hier steht, du bist einfach der Wahnsinn. Zwei Sitze und zwei Rädern, seid ihr trotzdem eins und knackt das Schloss. Okay, das muss irgendein Fahrrad sein, was wir klauen müssen. Klauen? Ja, knackt das Schloss. Ja, und zwei Sitze, dann muss es eigentlich ein Tandem sein. Boah, ich hoffe, das ist kein Tandem, wirklich. Das oh nee! Das ist wirklich ein Tandem. Oh mein Gott, wir müssen mit einem Tandem fahren, oh wie geil! Nein.
Das ist so schwer. Wir werden uns so streiten, ich sag's dir. Hä, wie cool ist das denn, Julia? Das ist nicht cool. Wieder dieses olle Navigationssystem, was nicht funktioniert. Ja, wie sollen wir jetzt diesen Code knacken? Okay, Code. Ja, aber hier steht ja kein Code. Doch, da steht irgendwas mit, wir müssen eins sein. Das heißt knack bestimmt, das Schloss. Es ist 111. Warte, warte, nein, 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 stopp. Auf dem zweiten Pier, zwei Sitze, zwei Räder, seid ihr trotzdem eins. Also 2221. 2221. Hey, wir sind einfach die cleversten Mäuse, Julia. Ey, wenn das Julia. Jetzt stimmt, ne? Oh mein Gott. Dann werde ich nie wieder an meiner Intelligenz zweifeln. Ich bereite mich jetzt schon mal darauf vor, gleich einzuklatschen, Julia. Ey, wirklich? 2221. Geil! Aua, das war echt fest. Hey, da war gar nicht so schlimm. Das ist geil. Hey, wie gut sind wir? Shotgun. Was? Ich sitze vorne. Ja, bitte. Ich schwöre dir, vorne ist schwer. Ey, wir sind so intelligent. Wow. Ich bin auch wirklich begeistert. Hätte da nicht gedacht, ha? Ey, das ist ja so viel leichter, wenn du fährst. Ja, guck mal, richtig gut. Ich aber ich mache halt fast nichts, ne? Ich bin einfach nur da. Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Scheiße. Boah, der Wind. Windig. Ach du Scheiße. Boah. Oh, meine Mütze. Oh, meine Mütze. Tansi. Das ist einfach Joeys Mütze weggeflogen. Joey, wie sollen wir da nicht ankommen? Ja, das weiß ich nicht. Schön. Richtig nervig. Joey, ich hab keinen Bock mehr. Wann sind wir nicht da? Du hast keinen Bock mehr, ja? Ja, es reicht mir jetzt langsam. Weißt du, wie anstrengend das ist, dich zu halten? Vorsicht! Oh Gott, ich kann nicht mehr. Da kommt nichts, Julia. Wir fahren ins Nichts. Vielleicht müssen wir gleich Kajak fahren durch diese kleinen Bäche hier. Boah. Oh Gott, Julia, siehst du das? Das sieht aus wie eine Halfpipe. Scheiße, was ist das denn? Ach, Joey, nee. Hat hier eigentlich alles mit Höhe zu tun oder was? Ich dachte, wir müssen Boot fahren oder so. Oh mein Gott, ich hab Angst. Ich kack mir jetzt ey, schon ein. Ey, wie hoch ist das denn? Oh Mann, warum denn immer sowas? Das ist noch höher als beim letzten Mal, ich schwöre. Scheiße. Aber Julia, wir schaffen das, okay? Ich schaff das und gewinne. Oh, Julia, ey. Was machen wir hier schon wieder? Keine Ahnung. Wow! Wo kam er denn jetzt her? Mein Gott, ich hab mich so erschrocken. Hey. Hallo. Hey. Guten Mittag. Guten Tag, Julia. Ja, wir sind um Bettchen zu klimmen. Bitte? Ah, ich kann es auch auf Deutsch machen. Habt ihr Lust? Das wäre total toll. Hier hoch zu klettern. Nee. Aber das ist eure zweite Challenge. Scheiße. Die Niederländer sind ein bergbegeistertes Völkchen, auch wenn sie selber keine Berge haben. Und deswegen bauen sie solche Geräte hier, wie diesen Excalibur-Turm. Eure Aufgabe heute wird sein, da hochzuklettern. Wie groß ist das Teil? Wie hoch? 37 Meter. 37 Meter. Ich hab doch gesagt, das ist höher. Okay, und das war's? Nee, das wäre ja viel zu einfach. Ja, total. Die ja. Person, die als erstes oben ist, muss eine Fahne hissen. Die pinke nehme ich. Ja, dann nehme ich die gelbe. Kriege ich die schon mal? Kann ich schon mal austeilen. Außerdem seht ihr oben noch zwei so Säckchen, die da hängen. Ja. Und das sind eure Checkpoints. Ihr klettert beide hoch und die Person, die als erstes bei dem Checkpoint ist, hängt sich in den Karabiner ein. Und die andere Person hängt sich einfach da, wo sie gerade ist, in den nächsten Karabiner ein. Ach, die muss warten, während der andere da gerade an dem Checkpoint ist? Genau. Das ist ja asozial, okay. Ja. Dann machen wir schön langsam dann. Erstmal Verschnaufpause. Und an dem Checkpoint müsst ihr dann eine Frage beantworten. Das ist eine Schätzfrage. Das heißt, die Person, die als erstes an diesem Säckchen ankommt, liest die Frage vor und versucht zu schätzen, was die richtige Antwort ist. Dann erst darf die zweite Person antworten. Wenn die Person, die den Fehler macht, die Frage falsch beantwortet, die muss dann bestraft werden. Und wie sieht das aus? Verrätst du uns wahrscheinlich nicht, ne? Das sage ich euch nicht. Nee, das ist eine Überraschung. Kann ja nur besser werden nach der Luftballonaktion, ne? Boah! Ihr Assis, ey! Ihr Assis! Seid ihr scheiße! Allerdings. Als ob der Wind nicht schon Bestrafung genug wäre. Ja, Windstärke 7 heute. Windstärke 7 ist echt viel. Man kriegt Angst, man hört die anderen nicht so gut. Es ist ständig dieses Windgeräusch im Kopf. Aber der Turm bewegt sich schon so einen Meter oben. Was? Echt ja. Jetzt? Das ist nicht dein Ernst. Das ist aber Spaß jetzt, oder? Der bewegt ja. Sich! Aber warte mal, müssen wir bis ganz nach oben? Ihr müsst ganz nach oben und die Flagge hissen. So, jetzt zieht euch das jetzt schon mal an. Ja. Zwei Gurte. Und zwei Helme. Okay. Für die Dankeschön. Sicherheit. Ja. Und dann sehen wir uns gleich. Oh, Scheiße, ey. Was haben wir hier gemacht, ey, Kacke? Ich habe wirklich gedacht, wir müssen heute irgendwie gegeneinander Boot fahren oder sowas. Und darüber hätte ich mich auch wirklich gefreut. Aber dass es jetzt wieder so hoch geht,
Ich verstehe halt nicht, warum es schon wieder mit Höhe zu tun haben muss. Also ich bin mir sehr sicher, dass Joey einen großen Vorteil hat, weil der Mann hat halt große Muskeln mittlerweile und ich nicht. Aber du bist ein Fliegengewicht, weil du wiegst nichts. Ja, aber ich krieg nicht mal einen Liegestütz hin. Ja, aber du brauchst, glaube ich, mehr Kraft in den Beinen. Ja, die hab ich. Ja, die hat sie. Ich glaube, ich versuche einfach so schnell wie möglich da hochzuklettern. Wie so eine kleine Kakerlake. Natürlich würde ich schon ganz gerne jetzt für den Ausgleich sorgen. Wäre schon ganz cool. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie meine Chancen stehen. Von daher, ich darf jetzt auch nicht zu viel Druck für mich selber aufbauen. Okay, ihr habt keine Fragen mehr? Nee. Dann geht's jetzt los. 3, 2, 1. Los! Viel Spaß! Tschüss! Oh Gott. Oh. Oh Gott, Julia, ey. Ich kann diese Dinger hier gar nicht greifen. Oh Gott. Warum bist du so schnell? Wo halte ich mich denn hier fest, ey? Ja, am Anfang musste ich erst mal gucken, so, wie komme ich zurecht mit diesen Teilen, wo ich mich festhalten kann. Deswegen, am Anfang war ich unsicher, ob ich es hinkriege. Hier ist nichts. Nee, hier ist echt nichts. Oh Gott, ey. Hä? Ich wusste einfach nicht, wohin. Also ich habe mich so gefühlt, dass egal, wo ich jetzt hingehe, ich abrutschen werde und einfach falle. Nee, hey, ich komm nicht hoch. Joey, wie machst du das? Ich habe Angst. Ich konnte nicht mehr nach unten gucken, Julia. Oh Gott. Oh Gott, ich habe gerade richtig Angst. Oh mein Gott, mein Herz. Die Dinger werden aber auch nicht besser nach oben, ne? Scheiße. Ey Joe, ich habe keine Ahnung, wie du es geschafft hast, so schnell da hochzukommen. Das ist Wahnsinn. Als ich dann so 10 Meter, als ich 10 Meter in der Luft war und dann schon gecheckt habe, okay, das ist verdammt hoch gerade, dann haben mir richtig die Knie angefangen zu schlackern. Mach mal jetzt hinne. Ja, ich muss das Säckchen aber erstmal aufkriegen, Fräulein. Es ist nicht so bequem hier. Okay, bist du ready? Ja. Rund ein Viertel der Niederlande liegen unterhalb des Meeresspiegels. Wie tief liegt jedoch der niedrigste Punkt der Niederlande? Hä, keine Ahnung. Ich sag minus 240 Meter. Ich sag minus 500 Meter. Die richtige Antwort ist 6,7 Meter unter dem Meeresspiegel. Damit liegt Joey näher dran. Hä? Oh. Das ist ja nix. Ich hatte einfach Glück, dass Julia einfach eine niedrigere Zahl gesagt hat. Aber wir wussten es ja beide absolut nicht anscheinend. Oh Gott, da kommt jemand, Julia. Oh nee! Siehst du ihn? Oh nee, der soll weggehen. Der soll weggehen? Hallo, geh weg von mir! Oh nee! Ah! Ist das euer Scheiß Ernst? Das war schon heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist. Also das war schon doll. Was zur Hölle ist das denn? Das war so schlimm, wirklich. Ich habe nichts mehr gesehen. Es war eine riesige Wolke von Kalk um mich rum, aber minutenlang. Ich habe nur noch weiß gesehen. Ich sehe nichts mehr! Diese Wolke kam ja auch hoch zu mir und selbst ich hatte ein bisschen damit dann zu kämpfen. Ich will nicht wissen, wie das gebrannt hat im Auge. Wie soll ich denn hier weiter? Oh! Oh! Scheiß drauf, weiter. Ihr seid so gemein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, hab ich Angst. Die Dinger werden ja übelst scheiße hier oben. Wo soll ich mich denn noch festhalten? Die sind jetzt schon scheiße. Ganz ehrlich, es klingt total behämmert, aber meine Nägel sind zu lang. Ich kann mich an diesen Teilen hier nicht festhalten. So, kann ich weiter? Ja, los. Mach dein Ding. Oh, mir tun die Füße weh, ey. Mir tut alles weh. Ihr seid doch wahnsinnig. Oh, scheiße. Oh, tut das weh, ey. Julia! Ja? Bist du bereit für die nächste Frage? Du bist schon am nächsten Checkpoint? Willst du mich verarschen? Ja, ich bin auch gleich oben! Als Joey am zweiten Checkpoint ankam und ich echt gesehen habe, so krass, da ist schon ein riesiger Abstand, habe ich echt so gedacht, ich muss jetzt diese Frage richtig beantworten, damit ich erstens nicht nochmal so eine Bestrafung kriege, weil die erste hat mir gereicht. Und zweitens, dass ich irgendwie noch eine Chance habe, ihn einzuholen, weil er irgendwas noch Beschisseneres kriegt als ich. Ready? Ja!
Niederländer sind berühmt für ihren leckeren Käse, insbesondere für ihren Gouda. Was glaubt ihr, wie viel Käse ist der durchschnittliche Niederländer pro Jahr? Im Kilogramm, oder? Ja, nicht Scheiben. Natürlich Kilo. Ich hätte jetzt Scheiben gesagt. Was? Mindestens 36.000 Scheiben. Hättest du jetzt echt Scheiben gesagt? Ja, na, aber hallo. Ich habe immer noch Mehl im Hals. Ich sag 4,5 Kilo. Ich habe schon öfters solche Fragen gehört und ich wusste, dass es auf jeden Fall mehr als 4 Kilo sein werden, weil 4 Kilo ist jetzt nicht so viel an Käse. Vor allen Dingen für einen Holländer wahrscheinlich. Ich sag 7 Kilo. Die richtige Antwort ist 17,6 Kilogramm. Damit liegt Julia näher dran. Ja! Oh Gott, scheiße, was kommt jetzt? Ey, der hat einen Käse! Ey, jetzt krieg ich hier wirklich Zusatzgewicht. 4,5 Kilo, ich sag's dir. Kann jetzt nicht wahr sein. Als ob die Bestrafung jetzt ein Käse ist. Ich habe verloren und habe eine Bestrafung bekommen, indem mir ein riesiges Laib Käse gereicht wurde. Beziehungsweise an meinen Arsch gebunden wurde. Boah, das sind 10... Ach du Scheiße. Ich dachte am Anfang, dieser Wind bläst mich mit diesem Käse weg. Aber es ging dann irgendwie doch. Der Käse war schwer genug. Es fühlt sich auf jeden Fall mit meinem Käse jetzt deutlich schwerer an. Aber ich habe auch, um ehrlich zu sein, nichts anderes erwartet. Ich habe aber echt ein bisschen Schiss, ob das jetzt noch was wird. Ich wünschte, ich könnte ihn einfach essen, damit es weniger wird jetzt. Wo trete ich denn jetzt hier hin? Joey, ist der Käse sehr schwer? Also 10 Kilogramm habe ich mir leichter vorgestellt. Fühlt es sich an, als hättest du dir fett in die Hose geschissen? Genau so fühlt es sich an. Also ich muss ja sagen, ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Ich nicht, weil dafür müsste ich meine Nägel abmachen und das will ich nicht. Ja, stimmt, das ist ja auch dein richtiges Hobby. So Julia, ich verabschiede mich jetzt und gewinne. Ich hab's geschafft! Oh, mein Käse ist noch an der Luft! Halt mal dein Bein fest! Ich hab's mit Käse geschafft, Julia! Der ist für uns! Heidewitzka! Freust du dich auch? Extrem! Jetzt steht's 1:1, Ausgleich! Am Anfang war ich echt enttäuscht von mir, muss ich sagen, weil ich wirklich so langsam war und ab so einem kurzen Punkt schon gedacht habe, ja, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter. Irgendwann ging es dann, aber ich habe es mir trotzdem ein bisschen besser vorgestellt. Komm ran! Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung und freue mich. Und ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass ich geklettert bin. Es war schon ein cooles Gefühl, einfach zu wissen, okay, ich habe jetzt den Punkt und jetzt kann ich ganz entspannt in die nächste Challenge gehen. Also nächstes Mal wird sich so viel Mühe gegeben, die muss gewonnen werden. Und auf gar keinen Fall werde ich Joey an mir vorbeiziehen lassen. Ja, mein kleinen Minibeinchen und mein scheiß Nägeln. Ja, aber gut, Nägel habe ich kein Mitleid. Aber ganz ehrlich, du hast es trotzdem gut gemacht, von daher ist schon okay. Dankeschön. Aber nächste Woche kannst du dich warm anziehen, das sage ich dir. Ich hab dich auch lieb. Ja, ja.